Ich habe vor einiger Zeit angefangen, mich mehr mit dem Gutenberg-Editor von WordPress auseinanderzusetzen, nachdem ich mich sehr lange dagegen gewehrt habe. Aber der geht halt nicht mehr weg und ich dachte mir, ich arbeite mich einfach nochmal tiefer rein, um zu gucken, wie das so funktioniert und was ich damit so machen kann. Zum Beispiel wollte ich wissen, ob ich meine Kategorieseiten, die ich alle mit Elementor erstellt habe, vielleicht auch mit dem Gutenberg-Editor nachbauen kann. Du siehst hier, wie meine Kategorieseiten aussehen, also hier am Beispiel jetzt von der WordPress-Kategorie. Hier oben gibt es erstmal eine kurze Einleitung und dann sind die einzelnen Artikel auf so Blöcke aufgeteilt. Für dich als Leser oder Leserin soll es so jetzt eben möglichst einfach sein, hier wirklich die Artikel zu finden, die du gerade brauchst. Deswegen gibt es eben hier ja, diese einzelnen Themenblöcke, hier unten dann nochmal ein bisschen mehr Text und dann noch ein Anmeldeformular für den Newsletter. Das ist also so mit Elementor erstellt und dann mithilfe des Theme-Builders als Kategorieseite festgelegt. Das Ganze wollte ich also mit Gutenberg nachbauen und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir jetzt. Falls du noch gar nicht mit dem Gutenberg-Editor gearbeitet hast, dann schau dir gerne mal mein allgemeines Tutorial als Einstieg an. Das verlinke ich dir hier oben. Bevor wir jetzt anfangen, die Seite selbst zu bauen, gucken wir uns erstmal so ein bisschen das technische Setup an, also was für Tools wir jetzt eigentlich brauchen, um genau das hier zu machen. Ich arbeite auf meiner Website mit dem Astra-Theme. Hier hast du nur sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten, die Kategorieseiten über den Customizer zu bearbeiten, auch mit der Pro-Version leider. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch, aber grundsätzlich mache ich es jetzt so, dass ich die Kategorieseiten wirklich als Seite in WordPress erstelle und dann eine Weiterleitung einrichte. Zeige ich dir später noch. Über das Theme habe ich auf jeden Fall ja, meine Schriftarten und Farben eingestellt. Also das mache ich jetzt nicht irgendwie über Gutenberg, sondern das läuft alles über das Theme. Der Gutenberg-Editor an sich ist ja immer schon vorinstalliert. Was aber ganz wichtig ist, ist ein Plugin, das den Editor noch erweitert. Und zwar ist das das Plugin Generate Blocks. Das ist von den Machern, von denen auch das Theme Generate Press ist. Man kann das Plugin aber auch mit jedem anderen Theme benutzen. Und das fügt einige Blöcke zu Gutenberg hinzu, die wirklich sehr nützlich sind und deutlich flexibler. Das heißt mit mehr Einstellungsoptionen als die Standardblöcke. Das Plugin kannst du einfach über WordPress direkt runterladen. Ich habe jetzt hier auch nur die kostenlose Version benutzt oder du gehst einfach hier über die Webseite. Du brauchst es also in jedem Fall, falls du dieses Tutorial jetzt nachbauen möchtest. Das Theme an sich natürlich nicht unbedingt, da kannst du grundsätzlich jedes andere auch benutzen. Es kann nur sein, dass dann eben einige Dinge bei dir etwas anders aussehen. Die Links zu allen Tools findest du unten in der Beschreibung. Da kannst du es dir dann gerne auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wenn alles vorbereitet ist, kann es also losgehen. Ich lege mir hier eine neue Seite an. Ich baue jetzt im Beispiel mal meine Marketing-Kategorie nach. Die rufe ich mir hier erstmal auf, damit ich auch sehe, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Okay, das ist die Marketing-Kategorie. Und jetzt siehst du hier in meiner Seitenauflistung schon, dass ich meine Seiten gerne sehr spezifisch und einheitlich benenne, damit ich hier eine gute Ordnung drin habe. Hier habe ich jetzt schon die WordPress-Kategorie nachgebaut. Die habe ich eben schon komplett erstellt. Grundsätzlich würde ich es jetzt einfach so machen, dass ich diese Seite jetzt dupliziere für die anderen Kategorien und mir jetzt nicht jedes Mal extra die Arbeit mache. Aber für dieses Tutorial fange ich nochmal komplett bei Null an. Ich erstelle also hier jetzt eine neue Seite und die nenne ich dann Kategorie Marketing. Jetzt will ich aber diesen Seitentitel natürlich nicht auf der Seite anzeigen. Beim Astra-Theme hast du die Möglichkeit, den Titel auszublenden, indem du hier oben auf dieses Auge klickst. Dann wird der so ausgegraut und die richtige Überschrift für die Seite kommt dann jetzt im nächsten Schritt. Vorher allerdings legen wir jetzt hier einen Container an. Ich wechsle mal hier kurz so in die Einstellungen. Genau. So, vorher legen wir jetzt einen Container an. Das ist einer der Blöcke aus dem Generate Blocks Plugin. Ich kann also hier einfach nach Container suchen und dann siehst du hier, genau sind die Icons so blau. Daran erkennst du, dass das vom Generate Blocks ist. Also hier auf Container. Der Container ermöglicht es dann zum Beispiel für also spezifische Einstellungen für Mobilgeräte zu treffen, was jetzt nicht gehen würde, wenn ich die Überschrift jetzt einfach hier normal in den Editor packen würde. Also wir haben hier den Container und dann fügen wir auch schon mal direkt die ersten Blöcke für den Inhalt hinzu. Das ist als erstes jetzt hier der Überschriftblock. Hier gibt es auch einen von Generate Blocks. Den brauche ich jetzt in dem Fall aber nicht. Ich nehme hier einfach den ganz normalen. Und dann ist die Überschrift Marketing Tools für dein Online-Business. So, das Ganze setzen wir jetzt mal auf H1. Ist ja die Hauptüberschrift auf der Seite und dann auf Zentriert. Die ganzen Designeinstellungen wie Schriftart und Größe laufen jetzt hier, wie gesagt, über das Theme. Also hier verändere ich nichts mehr. Und darunter kommt dann jetzt der Einleitungstext, den kopiere ich mir mal hier von der Elementor-Version der Seite quasi rüber
und füge das Ganze hier ein. Das setzen wir auch noch auf zentriert. So. Das ist jetzt soweit der Inhalt für diesen Block. Jetzt gehe ich aber hier nochmal in den Container rein und dann jetzt hier zum Bereich Abstand. Ich will jetzt nämlich noch ein paar Einstellungen treffen. Und zwar will ich den Innenabstand vergrößern, damit hier einfach ja, mehr Raum dazwischen ist, mehr Weißraum und nicht alles so gequetscht aussieht. Deswegen füge ich hier mal etwas Innenabstand noch ein. So, dann haben wir hier einfach ein bisschen mehr Raum drumherum. Und das ist jetzt auch schon der erste Abschnitt der Seite, die Einleitung. Wenn wir uns jetzt die Elementor-Seite nochmal kurz anschauen, dann sehen wir, dass jetzt auch der erste dieser Blöcke kommt mit den einzelnen Themen. Bei der Marketing-Kategorie ist das der Themenblock E-Mail-Marketing-Tools. Dafür füge ich jetzt hier unten auch wieder einen Container ein und setze hier jetzt mal den Innenabstand direkt überall auf 25. Und jetzt kommt hier ein weiterer Block von Generate Blocks ins Spiel, nämlich das Raster. Heißt auf Englisch Grid. Und wenn ich mal hier draufklicke, siehst du, dieser Block fügt quasi Spalten hinzu. Und ja, es gibt auch einen Spaltenblock, der standardmäßig bei Gutenberg dabei ist. Der hat allerdings bei weitem nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten wie dieser Rasterblock. Deswegen nehmen wir den und wählen dann jetzt hier drei Spalten, die alle gleich groß sind. Diese Spalten sind jetzt auch wiederum einzelne Container. Der ganz links soll ja orange sein. Den wählen wir jetzt mal aus und machen dann hier mal bei Farben den Hintergrund orange. Das hier sind jetzt auch wieder alles die Farben, die ich im Theme eingestellt habe. Und dann kommt hier rein auch wieder ein Überschriftblock. Und zwar ist das dann E-Mail-Marketing-Tools. Das ist eine H2. Das ist also grundsätzlich schon mal richtig. Diese H2 soll allerdings jetzt weiß sein und auch etwas größer. Ich wähle hier mal 42. Dann ist die Schrift ein bisschen größer. Und jetzt gehen wir hier nochmal in den Container rein und passen auch wieder den Innenabstand etwas an, machen den hier mal so auf 40, damit das Ganze eben wirklich ja, in der Mitte angezeigt wird, so wie das hier auch ungefähr der Fall ist. Okay, die nächste Spalte soll jetzt hier also diesen Beschreibungstext für das Thema beinhalten und hat so einen hellgrauen Hintergrund. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die nächste Spalte, das heißt in den nächsten Container und stellen hier auch als erstes mal die Hintergrundfarbe ein. Die kann ich hier auch direkt auswählen aus meinen globalen Farben im Theme. Dann jetzt hier auch wieder der Innenabstand. Du siehst, es sind eigentlich immer wieder die gleichen Schritte. Das stellen wir mal so ein. Dann kommt der Inhalt rein. Das ist jetzt hier einmal die Überschrift. Und das machen wir eine H3, worum es geht. Und dann haben wir jetzt hier einfach den Text. Den können wir uns auch wieder hier einfach reinkopieren. Und genau das Gleiche brauchen wir jetzt im Prinzip auch nochmal für die dritte Spalte. Wir haben hier wieder den Innenabstand, genau den gleichen wie auch daneben und dann hier natürlich den hellgrauen Hintergrund. Die Überschrift ist dann hier wieder eine H3 und die ist dann alle Artikel. Und dann siehst du, habe ich jetzt hier in der Elementor-Version keine normalen Bullet Points, sage ich mal, sondern ich habe hier das Icon-Liste-Widget benutzt. Hier ist es schon seit Monaten wirklich so, dass das Icon bei mehreren Zeilen so mittig positioniert wird. Ja, also wenn ich jetzt hier zwei Zeilen habe für den einen Artikel, dann wird das Icon hier in der Mitte angezeigt, statt vor der ersten Zeile, was gar nicht mal so gut aussieht. Grundsätzlich finde ich es aber immer gut, hier eben nicht nur normale Bullet Points zu verwenden, sondern eben solche Icons. Für so Icons stattdessen bräuchte ich im Gutenberg-Editor jetzt noch extra Blöcke und Erweiterungen. Also Spectra ist da zum Beispiel auch noch ein super Erweiterungs-Plugin. Das ist auch von den Machern vom Astra-Theme, verlinke ich dir mal unten. Ich habe mich jetzt aber erstmal dazu entschieden, hier auf meinen Kategorieseiten ja, wirklich erstmal nur normale Bullet Points zu verwenden. Das heißt, ich kann hier einfach so einen Strich einfügen und mache dann eine Leertaste und dann werden hier automatisch die Bullet Points eingefügt. Und hier füge ich jetzt also die Artikel zu diesem Thema ein. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe jetzt hier die einzelnen Artikel drin. Hier fehlt jetzt allerdings noch ein Bullet Point. So, jetzt haben wir es. 4 Artikel zu den E-Mail-Marketing-Tools. Damit ist jetzt ein wichtiger Teil schon mal erledigt. Für die weiteren Themenblöcke kann ich nämlich den Container, den ich hier erstellt habe, jetzt einfach duplizieren und die Inhalte austauschen. Das mache ich jetzt also mal kurz. Ich klicke hier auf die 3 Punkte und dann kann ich jetzt hier den gesamten Container duplizieren und
Dann haben wir jetzt hier die SEO-Tools. Das ist jetzt also hier der nächste Abschnitt. Und hier kann ich jetzt dann wirklich einfach eben die Texte rauskopieren, einfügen und genau das gleiche auch nochmal hier von den Artikeln. Das geht dann also wirklich schnell und ist super easy. Wie du siehst, das ist jetzt einfach hier Copy-Paste. So, das sind eh nicht so wahnsinnig viele Artikel, bisher zumindest. Das nehmen wir raus. Jetzt haben wir hier also die beiden Themenblöcke drin und das Ganze können wir uns jetzt einfach mal kurz in der Vorschau angucken und das Ganze mal mit der Elementor-Version vergleichen. So sieht das Ganze aus. Dadurch, dass wir jetzt hier die Bullet Points benutzt haben, ist das Ganze jetzt halt so ein bisschen eingerückt unter alle Artikel. Das sieht im Vergleich hier zu den Blogartikeln mit der Icon-Liste, das hier, finde ich, sieht durchaus noch ein bisschen besser aus. Also das ist was, was ich wahrscheinlich nochmal überarbeiten würde. Aber grundsätzlich funktioniert es auf jeden Fall hier genauso. Was man jetzt noch machen könnte, dass hier der Text hier in dieser Spalte wirklich immer mittig angezeigt wird. Das fehlt auf jeden Fall jetzt hier gerade noch. Aber grundsätzlich siehst du, sieht das hier schon wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Hier unten den letzten Abschnitt, den können wir jetzt auch noch mal kurz machen. Da fügen wir nämlich jetzt hier einfach unten noch einen Abschnitt hinzu. Und zwar noch einen Container. Und hier können wir dann jetzt einfach den Hintergrund orange machen. Und dann ist es jetzt hier tatsächlich einfach so, dass das Formular hier eingefügt wird. Das ist einfach ein Shortcode von Thrive Leads. Ich würde also hier einfach nach dem Shortcode-Block suchen und dann hier den Shortcode einfügen. Und das war es dann tatsächlich auch schon. Schon haben wir jetzt also hier diese Seite soweit nachgebaut. Wenn die Seite fertig erstellt ist, dann geht es jetzt natürlich eben, wie gesagt, noch darum, diese Weiterleitung einzurichten. Denn du siehst jetzt hier gerade, das ist ja jetzt hier wirklich die Kategorie-Seite. Also in WordPress ist die Kategorie immer die Domain quasi, slash Category und dann eben der Name der Kategorie. Das kannst du ja mit Elementor über den Theme Builder eben genauso dann auch erstellen, dass diese Seite eben verwendet wird. Mit dem Astra Theme geht das, wie gesagt, aktuell nicht wirklich, beziehungsweise du hast einfach sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Also sowas hier wäre damit gerade nicht möglich. Deswegen benutze ich hier eine Weiterleitung, um quasi von der Standardkategorie-Seite zu der neuen Seite hier weiterzuleiten, damit das Ganze eben nicht doppelt existiert. Für Weiterleitung benutze ich immer das Plugin Redirection. Das ist wirklich super simpel. Du gibst da einfach die alte URL ein, in dem Fall dann die Kategorieseite und die neue, zu der weitergeleitet werden soll. Und das war es auch schon. Das ist also wirklich super easy. Du siehst, es ist definitiv möglich, das Layout meiner Kategorieseiten im Gutenberg-Editor zu erstellen. Also dafür braucht es nicht unbedingt Elementor. Ohne Erweiterung geht es aber auch nicht. Also da ist Elementor und auch alle anderen Page-Builder natürlich deutlich ausgereifter, was so die Optionen angeht. Gerade, ja, so Einstellungen für Mobilgeräte zum Beispiel haben eben die Standardblöcke von Gutenberg-Editor alle noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann noch, aber jetzt gerade ist das eben nicht der Fall. Das heißt, es braucht diese Erweiterung und es ist aber durchaus so, dass diese Erweiterungs-Plugins weniger Ladezeit in Anspruch nehmen als Elementor. Also wenn dir die Geschwindigkeit deiner Webseite besonders wichtig ist, dann ist das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Das heißt, Gutenberg-Editor macht Fortschritte meiner Meinung nach und kann ja auch alles noch werden. Ich werde den Gutenberg-Editor in Zukunft auf jeden Fall auch häufiger benutzen. Nicht nur für meine Blogartikel, wo ich ihn ja eh im Einsatz habe, sondern auch für meine Seiten. Die Links zu allen Tools, die ich genannt habe, findest du in der Videobeschreibung. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir weitergeholfen hat. Abonnier den Kanal für weitere Tutorials und dann sehen wir uns im nächsten Video.